Nimm's mit! Hallo und herzlich willkommen zu SMIT.TV, Ihrem Magazin für Tipps zum schönen Wohnen. Heute geht es bei uns vor allem um Gesundheit und Genuss. Dabei kommt heute unter anderem Fisch auf den Grill. Wir beschäftigen uns mit Messern und berichten vom Nerius Cup, dem Speerwurfwettkampf, der hier in Leverkusen ausgetragen wurde. Wir starten kulinarisch. Es geht um die Verfeinerung vom liebsten Sommergrün, dem Salatdressing. Unsere Profiköchin zeigt uns, welcher Essig in welche Salatsoße gehört. Für die Vinaigrette, also die Essigölsoße, empfehle ich einen aromatischen Essig. Dazu gibt es natürlich den Balsamessig, der bekannte, der weiße und der rote. Oder einen schönen Rotweinessig, den ich auch hier habe. Und für die Soßen, die auf Sahne oder auf Joghurtbasis sind, nimmt man besser einen Essig mit einer etwas höheren Säure, damit also auch der Sahne oder der Joghurt ein wenig säuerlicher schmecken kann. Dazu gibt es speziell auch noch zum Beispiel den Reisessig. Das ist ein japanischer Essig. Der ist naturvergoren, gibt es also in Bioläden, oder den Malzessig oder natürlich auch einen schönen Weißweinessig. Den kann man auch dazu nehmen. Jetzt, da das Wetter wieder schöner wird, habe ich auch endlich mal meine Gartenmöbel sauber gemacht. Bei mir ging es ganz einfach mit Wasser, Schwamm und trockenem Tuch. Sind auch keine Holzmöbel. Denn die brauchen ja eine andere Pflege. Speziell bei der Behandlung von Teakholz gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt viele Leute, die möchten eine Patinaschicht haben. Das heißt, es schimmert dann silbergrau. Ansonsten sollte man, wenn man das nicht möchte, 2-3 Mal pro Saison und Standort es halt mit einem Teaköl pflegen. Wobei man darauf achten sollte, es nicht mit einem Pinsel zu behandeln, sondern mit einem Schwamm oder Lappen. Selbst Automarken nennen ihre Autofarben neuerdings Cappuccino oder Latte Macchiato. Und seitdem George Clooney auch entkoffinierten Kaffee salonfähig gemacht hat, gehört Kaffee endgültig an die Spitze der beliebtesten Getränke. Mehr als Grund genug, Ihnen heute zu diesem Thema anregende Last-Minute-Geschenketipps zu servieren. Mein Last-Minute-Tipp heute geht rund um das Thema Kaffee. Wir haben verschiedene Dinge hier mal vorbereitet aus dem Bereich Glas. Mittlerweile ist Glas ein Thema geworden durch die ganze Latte Macchiato-Bewegung, die es gibt. Die neuen Gläser sind mittlerweile mit einem Griff, dass man sich nicht so schnell die Hände verbrennt. Es gibt ein sehr schönes Programm mit Espresso-Tassen, mit passenden Cappuccino-Tassen. Man kann, wenn man möchte, das Ganze auch mit Porzellanuntertassen. Jetzt mal gerade zeigen. Noch etwas aufwerten, wenn man möchte, dass der Becher oder das Glas nicht nur auf dem Tisch steht. Wir haben das Ganze auch als Set für 2 Personen mit Kaffeelöffeln und gleich den Untertassen. Bei diesen Produkten bewegen wir uns in einer Preislage zwischen 5 und 25 Euro. Im Glasbereich ist das etwas günstiger. Das Ganze gibt es in etwas höherwertig, zum Beispiel von der Firma Villeroy & Boch. Da bewegen wir uns ab 10 Euro aufwärts, kommt auf die Stückzahl drauf an, ob ich 2, 4 oder 6 Tassen nehme. Das ganze Programm, was Sie hier sehen, gibt es einzeln zu kaufen. Man kann es in verschiedenen Variationen, wie es einem gefällt, selber zusammenstellen. Es gibt das insgesamt in 4 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Farbkombinationen. Auf der Messe in Frankfurt haben wir das jetzt in einer weiteren Farbkombination eingekauft, noch in dunkelgrau und dunkelbraun, was sich allerdings auch hervorragend mit dem cremefarbenen und dem berryfarbenen Kaffeethema kombinieren lässt. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Aussuchen und beim Verschenken. Vielleicht kennen Sie es aus eigener Erfahrung. Auch heute haben manche Arbeitsplätze noch Röhrenmonitore oder alte Bürostühle. Und das Ergebnis von solchen Bedingungen sind oft Probleme mit den Augen oder dem Rücken. Viele Unternehmen achten aber auf gute Arbeitsbedingungen. Darüber, was man dabei zum Beispiel Gutes für Mitarbeiter tun kann, habe ich mit Lorenz Schmidt gesprochen. Herr Schmidt, es gibt unzählige Verordnungen zum Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Es gibt aber auch einige Unternehmen, die tun mehr, als der Gesetzgeber vorgibt. Also klar, wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter vernünftig sitzen, dass vernünftige Verhältnisse
von der Ergonomie am Arbeitsplatz herrschen und dass auch hier im Verkaufsraum, dass eine vernünftige Luft herrscht, dass man ja, so arbeiten kann, dass auch der Kunde merkt, dass einem das Arbeiten Freude macht. Wir haben allerdings auch jetzt eine Zusammenarbeit mit Bayer 04. Nicht die Fußballabteilung, sondern die Sportabteilung, also Leichtathletik, beginnen wir jetzt, wo die Herren und Damen und Herren entsprechend ihren Erfahrungen bei uns im Hause die Mitarbeiter mal ein bisschen aufklären über gesundes Verhalten am Arbeitsplatz. Das fängt mit der richtigen Sitzposition an, dass man also schön gerade eben sitzt. Das ist ganz wichtig, dass man auch mal zwischendurch in der Pause so ein paar Übungen macht. Ob der Bildschirm auch an der richtigen Stelle steht. Und die haben da so viel Erfahrung. Und das werden wir in den nächsten Wochen mal mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen, die eben einen Arbeitsplatz also mit sitzender Tätigkeit haben. Ja, da fühlt man sich einfach wohler. Ich meine, es ist ja nicht schön, wenn man morgens schon mit Rückenschmerzen zur Arbeit kommt und abends sind die Rückenschmerzen dann noch schlimmer. Darf man nicht unterschätzen. Sie haben ja auch viele andere Bereiche. Also es ist nicht nur sitzend, viele laufen hier rum. Man sieht es auch, dann gibt es zum Beispiel auch Menschen, die im Lager arbeiten. Gibt es da so spezielle Programme oder dass Sie sich da was haben einfallen lassen? Unsere Führungskräfte im Lager, die achten sowieso, ist ganz wichtig darauf, dass die Mitarbeiter eben mit den Staplergeräten vernünftig umgehen. Da kann Schlimmes passieren. Dass die Ware ordnungsgemäß ein- und ausgelagert wird, dass wenn mehrere Stapler unterwegs sind, dass man gegenseitig natürlich Rücksicht dann nimmt. Dann haben wir die sogenannten Korletten, das sind diese Transportwagen, die auch hin und her geschoben werden. Und was auch ein wichtiges Thema ist, ist das Abpacken von Mitnahmeware. Die werden ja in Paletten angeliefert und müssen entsprechend der einzelnen Möbelstücke im Lager, auf dem Lagerplatz kommissioniert werden. Das heißt, ein Kleiderschrank, der aus mehreren Packstücken besteht, der muss dann von verschiedenen Paletten abgepackt, dass er vollzählig ist, entsprechend in die Lagerbox eingelagert werden. Und da ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass die Mitarbeiter vernünftig heben. Auch das darf man wahrlich nicht unterschätzen. Wenn man dann mit krummen Rücken, mit zugebeugter Haltung das macht, dann kriegt man sehr schnell Haltungsschäden und auch chronische Bandscheibenschäden. Und das ist alles andere als lustig. Sie sagen, Sie sind sehr engagiert, was Ihre Mitarbeiter angeht. Was tun Sie für Ihre eigene Gesundheit am Arbeitsplatz? Ja, ich laufe ja auch viel rum. Also gehen ist ja grundsätzlich sowieso immer besser, als wenn man sitzt, ja, allein schon von der Haltung her. Ja, und so treibe ich viel Sport, ja, privat. Also das so gesehen, toi, 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 habe ich keine Probleme mit der Gesundheit. Dann hoffen wir, dass das so bleibt, Herr Smith. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Da war vielleicht was los. Im Leichtathletikstadion am Moosweg wurde zum zweiten Mal der Nereus Cup ausgetragen. Für die Top-Riege der Männer und Frauen im Speerwurf ging es um die Qualifikation für Olympia in diesem Jahr. Und dann kamen auch noch busseweise Kinder, die alle ungeduldig darauf warteten, die vielen Spielstationen im Kids-Fun-Park auszuprobieren. Eins war schnell klar. Steffi Nereus als Initiatorin und Namensgeberin des Nereus Cups wollte bei der Wiederauflage in 2012 einen neuen Maßstab setzen. Eindeutiges Ziel am 1. Juni war, so hoch hinaus wie möglich. Und so ging es dann auch los. Unglaublich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, Eberhard Giller, Markus Rehm. Hier kurz noch die Weite durch und 31,13 Meter. Kommen runter ins Frankfurter Stadion. Ich darf mich auch in die Mitte trauen. Viel Sportprominenz war im Stadion am Moosweg vertreten. Und das nicht nur, um den Rahmen für die Qualifikationswettkämpfe der Profis für Olympia 2012 zu geben, sondern auch, um selbst aktiv zu sein. Parallel dazu hatten sich über 500 Kinder von verschiedenen Schulen für den Kids and Fun Park angemeldet. An 10 verschiedenen Stationen ging es bei den Spielen um Wurfgefühl und Geschicklichkeit, aber auch viel Spaß. Ja, ich denke, gerade im Kids Fun Park sieht man, wie begeistert die Kinder sind, einfach das Werfen auch auszuprobieren. Und tatsächlich ist mein Anliegen, die Kinder zum Werfen zu motivieren. Es wird immer schwieriger, Kinder zu finden, die Freude am Werfen haben. Meistens sind es irgendwelche Fun-Sportarten und deswegen versuchen wir eigentlich dadurch so ein bisschen einfach die Freude am Sport zu wecken und vielleicht auch wirklich im Wurfbereich. Die Kinder sind sowieso die ganz großen Gewinner des zweiten Nereus Cups. Verschiedene Prominente traten als Schulpaten im Speerwurf gegeneinander an.
Der ehemalige Bayer 04-Torwart Fabian Giefer gewann dabei für seine Schule einen Besuch eines Fußballspiels bei Bayer 04 Leverkusen. Aber auch die anderen Prominenten, darunter RTL-Sportfrau Ulrike von der Gröben, zeigen starkes Engagement. Also ich finde, das sollte eigentlich jeder machen. Also ich bewundere das auch in anderen Ländern. Also in Amerika zum Beispiel bist du eigentlich nicht gesellschaftsfähig, wenn du dich nicht in irgendeiner Form mit einem bürgerschaftlichen Engagement beteiligst am Zusammenleben. Das gehört, finde ich, dazu, dass du irgendwie, ob du dich in Sportvereinen engagierst, für Behinderte, für wen auch immer, dass du ein bisschen, das muss ja nicht so wahnsinnig viel sein wie bei Steffi, dass du dich einfach ein bisschen engagierst für andere Menschen, die in irgendeiner Form es nicht so gut haben oder benachteiligt sind. In Leverkusen und Umgebung muss diese positive soziale Einstellung stark vertreten sein. Über 15 Unternehmen sorgen als Sponsoren für die Finanzierung des Events. Es ist erstmal auch wieder eine Veranstaltung, die in Leverkusen stattfindet. Die fördert auch wieder den Jugendsport. Es ist für alle Bevölkerungsschichten bzw. Gruppen, für verschiedene Generationen. Und es ist auch, auch ein Sport, der eben auch das Ballgefühl und die Bewegung auch der Kinder wieder fördert. Also sowas unterstützen wir immer gerne. Ich übernehme ja immer die Schirmherrschaft. Das ist sicherlich nur leicht dahingesagt, aber dennoch, ich weiß, dass Steffi Hinerius viel für den Behindertensport in erster Linie, aber eben für den Sport in dieser Stadt tut. Und wir unterstützen, wo immer es geht. Den knapp 100 Profispeerwerfern aus den Bereichen U16 bis rauf zu den Frauen und Männern geht es heute um die Erfüllung der Olympianorm. Wer diese Norm erfüllt, nimmt an den Olympischen Spielen in London in diesem Jahr teil. Viele im Stadion drücken dabei besonders den TSV-Lokalmatadoren Linda Stahl und Katharina Molitor die Daumen. Aber Molitor mit leuchtend roten Schuhen und Stahl mit leuchtend grünen Schuhen verpassten die Norm und müssen nochmal antreten. Die Wiederauflage des Nerius Cups ist reibungslos verlaufen. Die Organisatoren freuen sich über die große und gute Resonanz von Schulen und Sportlern, aber auch über Sponsorenzusagen für eine Fortsetzung des Events. Dementsprechend zieht Steffi Nerius ihr Fazit. Grundsätzlich bin ich total glücklich, zufrieden. Es ist alles super gelaufen. Kinder waren da, ganz viele Zuschauer, können nächstes Jahr noch mehr werden, aber waren auch eigentlich im Vergleich zu letztes Jahr viele da. Insofern bin ich total glücklich, super Leistungen gesehen und ich denke, es war rundum alles gelungen. Weitere Bilder und Informationen zum Nerius Cup finden Sie im Internet unter nerius-cup.de. Gewellt oder glatt? Breit, schmal, biegsam oder massiv? Messer gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten. Und alle haben ihren besonderen Verwendungszweck. Was Sie in Ihrer Messerschublade haben können und was Sie auf jeden Fall haben sollten, erfahren Sie jetzt bei uns. Ohne Messer läuft in der Küche gar nichts. Bei fast jedem Kochvorgang braucht man mindestens eins. Ständig muss etwas geteilt, zerkleinert oder geschnitten werden. Es gibt eine Auswahl an klassischen Messertypen, die man in der Küche am besten gebrauchen kann. Das ist ein Turniermesser. Das ist eigentlich zum Schälen von Äpfeln und Teilen. Das ist ein bisschen geschwungen. Sehen Sie hier, das kann man, ja, das passt sich sehr gut an. Daneben ist das Messer in der etwa gleichen Größe, aber als gerades. Das ist dann ein Gemüsemesser. Das sind jetzt so die zwei kleinen, die man gängig im Haushalt hat. Daneben haben wir ein Sandoku-Messer, kommt aus dem Japanischen. Das hat unten eine gute Handfreiheit, also man kann schön hacken, ohne dass die Hände das Brett berühren, und hat hier als zusätzliche Ausführung noch so Kullen drin. Das heißt, es schneidet gut, bleibt nicht dran heften an dem Messer. Das fällt alles schön ab. Dann haben wir daneben das klassische Kochmesser zum Hacken und Schneiden von Gemüse. Das gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt ein etwas kleineres. Das gibt es dann aber auch noch richtig groß, wo man dann auch mit hacken kann. Und dann ist das ein großes Schinkenmesser zum Schneiden von, ja, Schinken, Fleisch, Schnitzel kann man mit schneiden. Alles, was recht groß ist und auch dünn geschnitten werden sollte. Dann haben wir das klassische Brotmesser mit dem Wellenschliff und ein flexibles Messer. Wenn man jetzt sehr fein arbeiten möchte und auch Fett trennt oder Taschen in Fleisch reinschneiden kann oder möchte. Und genauso ist auch dieses Ausbeinmesser angelegt. Das ist schmal gearbeitet, damit Sie schön leicht Fett trennen können und auch Taschen schneiden können.
Wenn man von jeder Sorte ein Messer haben möchte, bekommt man schon eine ganze Menge Edelstahl zusammen. Für begeisterte Hobbyköche ist es sicher eine Selbstverständlichkeit, mit verschiedenen Messertypen zu arbeiten. So ein Messer ist ein tolles Arbeitsgerät, mit dem das Kochen viel Spaß macht. Eine gewisse Grundausstattung sollte aber jeder besitzen. Ein kleines Messer braucht man immer. Ob man Brotmesser braucht, das ist die Frage, weil ja viele geschnittenes Brot kaufen. Aber ein Kochmesser zum Beispiel finde ich wichtig. Und dann vielleicht noch ein Schinkenmesser, um Fleisch zu schneiden. Das Kochmesser wäre dann für alles, was Gemüse ist und Rohkost. Ja, und dann so ein Schinkenmesser für Fleisch etc. Um Messer möglichst lange nutzen zu können, sind zwei Dinge besonders wichtig. Zum einen die Qualität des Messers. Dabei sind geschmiedete Messer immer hochwertiger als gestanzte Ware. Dann natürlich die Pflege. Dazu gehört auch, dass die Messer richtig geschliffen werden, damit sie ihre Schärfe behalten. Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, nimmt eine Schleifhilfe zur Hand. Die Schleifsteine sind dabei bereits im richtigen Winkel angeordnet. Eine Alternative dazu ist der klassische Wetzstahl. Er eignet sich bestens, um Messer kurz vor der Verwendung nochmal zu schärfen. Mit dem Wetzstein kann man besonders präzise arbeiten. Er hat eine grobe und eine feine Fläche. Bei Wetzstahl und Stein muss das Messer in einem Winkel von 15 bis 20 Grad geführt werden. Das ist etwa der Abstand einer Daumendicke zwischen Messer und Schleifgerät. Die Reinigung eines Messers erfolgt am besten von Hand, mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Die Reiniger in der Spülmaschine sind zu aggressiv und machen die Klinge stumpf. Und keine Sorge vor fremdem Geschmack. Messer bestehen aus Edelstahl und dieses Material nimmt nie andere Geschmäcker an. Wer sich auch noch für die optimale Lagerung von Messern interessiert, dem bieten sich verschiedene Alternativen. Das Messer sollte schon immer geschützt liegen. Es gibt einzelne Hüllen fürs Messer, wo man sie reinpackt. Oder es gibt auch Schubladeneinsätze in Holz, wo man die Messer richtig ordentlich lagern kann, ohne dass sie einander berühren. Messerblock, es gibt Magnetleisten. Aber Messer sollten schon immer schön ordentlich getrennt gelagert werden. Übrigens, ein ganz besonderer Service des Smit Wohncenters ist es, dass Sie ein Messer vor Ort auch ausprobieren dürfen. Haben Sie zum Beispiel einen Apfel dabei, können Sie gerne mal Probe schneiden und dann den Unterschied feststellen, ob Sie auch zu Hause das Obst schneiden oder es doch eher spalten. Er ist roh äußerst lecker, auch medium oder ganz durch. Schmeckt auf Pizza und im Salat. Und heute legen wir ihn auf den Grill. Es gibt Thunfisch. Und der kommt in Begleitung einer sehr außergewöhnlichen Salsa, die aus eigener Erfahrung irre gut schmeckt. Viel Spaß bei der Smit Kochschule, heute mit einem sommerlichen Grillrezept. Hallo, willkommen in der Smit Kochschule. Heute gibt es etwas Sommerliches. Da denkt man dann an Sonne, an Wiese, an Grillen. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema. Es gibt heute einen gegrillten Thunfisch, also kein profanes Würstchen, sondern etwas Besonderes. Und dazu machen wir eine Tomaten-Aprikosen-Salsa. Dazu brauchen wir natürlich frischen Thunfisch. Den holen Sie am besten am selben Tag noch. Und dazu zum Marinieren brauchen wir Ingwer, Chilis, Pfeffer, Olivenöl und auch später etwas Salz. Für die Marinade bzw. für die Salsa brauchen wir rote Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Aprikosen, Tomaten, Zucker, Essig, Öl und auch noch Salz. Ich beginne jetzt mit dem Thunfisch. Der wird mariniert. Dazu gebe ich etwas Olivenöl dazu. Frischer schwarzer Pfeffer. Chiliflocken. Und das hier ist jetzt eine spezielle Idee, noch den Ingwer. So, der Thunfisch sollte jetzt circa eine Stunde lang marinieren. Das kann man im Kühlschrank machen oder auch einfach zur Seite stellen. Und jetzt beginne ich mit der Salsa. Dazu brauchen wir eine geschälte Tomate. Dazu brauchen wir kochendes Wasser und kaltes Wasser. Und das sind Fleischtomaten, die lassen sich ganz besonders gut schälen. Dazu schneidet man den Strunk heraus und ritzt die Haut hier oben leicht ein. Die wird dann in kochendes Wasser gegeben, das nennt man Blanchieren.
Und man wartet so lange, bis die Haut so ein bisschen sich ablöst und dann kommt das direkt in kaltes Wasser und man kann die Haut abziehen. Weil die ist beim Essen halt einfach nicht so schön und schmeckt auch nicht so gut, deswegen ziehen wir die ab. Dazu kommen die Aprikosen. Die schneidet man ganz einfach auf. Kann so den Kern aufdrehen und dann in feine Würfel. Die Lauchzwiebeln habe ich schon in feine Ringel geschnitten und auch die rote Zwiebel habe ich in feine Würfel geschnitten. Jetzt mache ich das mit der Tomate. Kommt in das kochende Wasser hinein. Ganz kurz, da muss man schon bei stehen bleiben. Und dann wende ich die einmal kurz. Und geht dann direkt in das kalte Wasser hinein. Sobald die etwas abgekühlt ist, kann man die Haut abziehen. Und so hat man halt eine wunderbare, schöne Tomate, die allerdings noch nicht gegart ist, sondern einfach nur enthäutet. Nun beginnen wir mit der Salsa. Dazu erhitze ich Öl. In der Zeit, in der das Öl wird, schneide ich noch mal schnell die andere rote Zwiebel. Kann es schon losgehen. Das Fett ist heiß und die Zwiebeln werden angeschwitzt. Dazu kommen direkt die Lauchzwiebeln. So, und wie soll man jetzt nur anschwitzen, also keine Farbe nehmen lassen für unsere Salsa. Ein Salsa ist ein anderes Wort eigentlich für Soße, also eine pikante Soße, die zu Fleischgerichten oder zu auch gebratenen Gemüsen zum Beispiel oder gebratenem Fisch gereicht wird. Und in diesem Fall ist es halt das Besondere, dass wir zwei Sachen kombinieren. Einmal eine säuerliche Tomate und die ganz süßen Aprikosen. Das bringt dann nochmal so ein bisschen Spannung in das Ganze hinein. Dazu kommt jetzt Zucker. Und der Zucker, der darf ruhig schmelzen. Man sieht schon, er wird glasig, er löst sich so langsam auf. In diesem Moment löscht man dann mit Essig ab. Den Essig lässt man jetzt auch noch ein bisschen verkochen. Wenn man jetzt gerade mal so nicht so ganz so reife Tomaten bekommt, ist es wunderbar, auch mit den gehackten Tomaten zu machen aus der Dose. Die sind für gekochte Gerichte eigentlich wunderbar, weil die sind geerntet auf dem höchsten Stand ihrer Reife und kann man eigentlich genauso gut zum Kochen benutzen. Gebe ich jetzt ein bisschen dazu. Einen schönen frischen Pfeffer. Salz. So,
So, nachdem der Essig jetzt relativ weit reduziert ist, kommen die Tomaten, die frischen, sind jetzt geschnitten, und die Aprikosen dazu. Das muss jetzt schön verkochen. Und während das so vor sich hin köchelt, grill ich den Thunfisch. Für den heutigen Tag habe ich einen Tischgrill organisiert. Sie können das natürlich selbstverständlich draußen auf Holzkohle machen oder auf den modernen Gasgrills. Aber hier für einen Innenraum ist das ein Tischgrill und das geht eigentlich auch ganz wunderbar. Den Thunfisch jetzt salzen. Und dann ab auf den Grill. So, Thunfisch kann man genauso behandeln wie ein Rinderfilet. Also es ist durchaus möglich, den nur von beiden Seiten ganz kurz anzugrillen und innen drin fast roh zu essen. Na, das isst man ja auch zum Beispiel beim Sushi, da isst man auch rohen Thunfisch, also das ist völlig in Ordnung. Wer das nicht so gerne möchte, sollte den auf jeden Fall dann etwas weiter grillen. Das kann also auch medium sein oder durchgegrillt sein. Also das, da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten. So, der Thunfisch ist jetzt gar gegrillt. Ich habe ihn jetzt medium gegrillt. So eine kleine Faustregel würde sagen, von jeder Seite circa 3 Minuten. Dann ist er innen drin auch gewärmt. Man kann ihn also medium verzehren. Wer ihn wirklich durchbraten möchte, sollte ihn von jeder Seite mindestens 7 Minuten grillen. Und ich richte ihn jetzt an. So, beide Stücke. Ich kann das auch schön auf einer Platte servieren. Und dazu gibt es die Salsa. Die Salsa ist jetzt schön eingekocht, aber man sieht noch die einzelnen Stücke. Man kann also noch Aprikosen und Tomaten erkennen. Und das soll auch so sein. Der Geschmack ist jetzt ganz harmonisch, aber die Farbe ist halt immer noch da. Und das ist ja das, was eine Salsa auch ausmacht. So, und dann wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß beim Nachgrillen und Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus der Smit Kochschule. Das war Ihre Juni-Ausgabe von Smit TV, Ihrem Magazin für Tipps zum schönen Wohnen. In unserer nächsten Ausgabe haben wir wieder interessante Service-Tipps für Sie und sind unter anderem in der neu gestalteten Matratzenabteilung von Smit unterwegs. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Nimm's mit! Nix ist!